يبادر نحن ان شاء الله نكمل ان مسند احمد بن حنبل قال اي مايتي احمد hat das nicht erwähnt. So, dann gucken wir, ob Ahmed nachher da drinnen erwähnt hat oder nicht. So springen wir zu das nächste, zu dem nächsten Thema, woran die Schiiten oder worauf sich die Schiiten stützen und beharren, dass das wegen Ahl, dass das ein Beweis ist, dem Weg von Ahl al-Tashayyu zu folgen. Lesen wir nochmal in seinem Buch, aber ein anderes Thema, was er verleugnet hat. So lesen wir in Band 7 wieder, auch Band 7, Seite 238, folgendes. So. Er redet natürlich hier, er widerlegt, versucht er zu widerlegen, unsere Imam Ibn Mutahhar al-Halli, Salam Allah alayh und Ridwan Allah ta'ala alayh. Er versucht hier das zu widerlegen, was Ibn Mutahhar al-Halli bestätigen konnte durch sunnitische Überlieferung, durch sunnitische Quellen, dass jetzt Hadith über Rasulullah. Erstmal hat er gelogen über Allah, über Surat al-Ma'idah hat er gelogen. Jetzt gehen wir zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er sagte: فمن كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Das heißt, wer über mich absichtlich lügt, normalerweise ohne absichtlich steht das drin, wer über mich lügt, soll sich seinen Platz in die Hülle reservieren. So, das heißt, wer über Allah lügt, er ist Zalim, er ist Frevler. Und die Frevler sind die in der untersten Stufe in der Hülle, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, wer über Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch lügt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er in die Hülle gehört. So, jetzt gucken wir, ob er auch über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelogen hat. Er hat schon, haben wir nachgewiesen, da gibt es auch andere Beweise natürlich, das werden wir alles, inshallah, wenn wir die Allah subhanahu wa ta'ala uns das Leben gibt, alles nachgucken, wie er gelogen hat und mit Beweisen natürlich das vorliegen. So haben wir das bestätigt. Jetzt, dass er über Allah gelogen hat und Allah sagt, dass diejenigen, die über ihn lügen, sind Frevler und die Frevler sind mit Dark al-Asfali min al-Nar, sind in der untersten Stufe von der Hülle. Jetzt lügt er über Sunnah. Hat er über Kitabullah gelogen? Jetzt lügt er hier über Sunnati. Er sagt über den Hadith: Inni tarikun fikum ma tamassaktum bihi lan tadillu min ba'di abadan aw lan tadillu abadan. Kitabullah wa atrati ahlu bayti ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. Das heißt, ich hinterlasse euch zwei Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nie verloren gehen. Das Buch Allahs und meine Familie, meine eigene Familie, und sie werden sich nicht trennen, bis sie mich da in Haud al-Kawthar treffen oder Haud al-Jannah treffen. So, was sagt er, Ibn Taymiyyah? Er sagt über diesen Hadith hier, das ist Minhaj al-Sunnah, damit man nicht denkt, dass wir ein anderes Buch nehmen. Minhaj al-Sunnah von Ibn Taymiyyah. So, guck mal, was er hier dazu sagt. وَأَمَّا قَوْلُ وَعِتْرَةِ أَهْلُ بَيْتِي وَأَنَّهُمَا لَيَّفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ فَهَذَا رَوَاهُ التَّرْمَذِي. Er sagt, und Punkt macht er vorne, dass dieser Hadith, ne? عِتْرَةِ أَهْلُ بَيْتِ وَأَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَ الْحَوْضِ فَهَذَا رَوَاهُ التَّرْمَذِي. Das heißt, Tirmidhi hat das erwähnt. Punkt. So, das heißt, niemand anders meint er, oder wie? Oder wie versteht ihr das? Wenn er sagt, رَوَاهُ التَّرْمَذِي, und Tirmidhi ist einer von den Sunnen, also die sechs Bücher, sechs authentische Bücher. So. وقد سئل, guck mal, hier kommt die größte Lüge hier. وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه. Das heißt, Ahmed ibn Hanbal wurde darüber gefragt, über diesen Hadith, über Ahlul Bayt a.s. Er sagt, das ist schwach. Er hat das für schwach gestuft. Über Ahmed ibn Hanbal, meint er, Ibn Taymiyyah.
وضعفه غير واحد من أهل العلم. Ne? Das heißt, mehrere von den Leuten des Wissens, Leute des Wissens haben das auch für schwach gestuft, diesen Hadith. Jetzt gucken wir Ahlul-Ilm, was sie sagen, ob sie wirklich das für schwach gestuft haben. Und gucken wir, was Ahmad ibn Hanbal in seinem Musnad sagt darüber. Und dann gehen wir zu dem ein Ex-Anhänger, ein höchst hochgesehene Person, nämlich Nasr al-Din al-Albani von Ahmad ibn Hanbal, was er dazu auch sagt, ob er das glaubt, was Ahmad ibn Taymiyyah sagt. So, dazu, damit wir jetzt gucken, in Band 3 von Ahmad ibn Hanbal. Gucken wir, was er dazu sagt. Band 3 von Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Seite 388. So. Gucken wir, was er sagt. 388. So. Ich gebe euch auch die Nummer von den Hadith, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich hier bespreche über Ahmad ibn Taymiyyah. Also, er meint, Ahmad ibn Hanbal hat diesen Hadith fürs schwach gestuft. So. Jetzt gucken wir, wie oft Ahmad ibn Hanbal diesen Hadith in seinen Musnad, ne? Das heißt, ein unterstützter Hadith ist das. Musnad Ahmad ibn Hanbal. Der Hadith, der unterstützt ist. So. Und wir gucken nachher, wie Ibn Taymiyyah sich widerspricht, indem er sagt, dass Ahmad ibn Hanbal nie einen Hadith von einem Lügner geliefert hat. So, hier hat er gesagt, Ahmad ibn Hanbal, ne, wurde gefragt über diesen Hadith in seinem Minhaj al-Sunnah, sagte er, dass Ahmad ibn Hanbal für schwach gestuft hat. Jetzt gucken wir Hadith Nummer 10720. So. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل يعني إسماعيل ابن أبي إسحاق الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hat gesagt, dass dieser Hadith ist über Abdullah, steht hier in Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, ne? Was sagte Ahmad? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين. Ich hinterlasse euch zwei gewichtige Dinge. أحدهما أكبر من الآخر. Ein ist größer als der andere. كتاب الله, das Buch Allah. حبل ممدود, ist ein gehängter Seil. من السماء, von den Himmel bis auf die Erde. Oder bis zur Erde. Und wa'atrati ahla bayti. Wa'atrati ahla bayti. Hier bitte. Wa'atrati ahla bayti. Wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. So. Ahmad ibn Hanbal. Hadith Nummer 10720. Dass dieser Hadith wurde erwähnt von Ahmad ibn Hanbal. Er sagt hier, Ahlul Ilm haben das nicht erwähnt. Ahmad ibn Hanbal ist der Imam von Hanabila, der Imam von den jetzigen Salafiten. Ist nicht von Ahlul Ilm, ist nicht Mann von den Gelehrten, Leute des Wissens. So, jetzt erstmal das. Gucken wir weiter. Das war in Band 3, Hadith Nummer 10720.